auch ruhig bei den leichten Monstern können wir ruhig stehlen und mit ihr angreifen, weil das ist immer noch eine gute Lösung hier. Oh, ich dachte gerade, mein Handy hätte geklingelt. Beziehungsweise vibriert. War aber nicht so. Trotzdem mal kurz drauf gucken, weil ich habe heute relativ wenig Zeit. Deswegen muss ich gucken, dass ich nebenbei so ein bisschen ein Auge auf die Uhr halte. Morgen kann ich wieder mehr aufnehmen. Morgen bin ich wieder den ganzen Tag zu Hause. Und da kann ich dann auch ein bisschen länger zocken. Nichts geklaut. Okay. Was wir jetzt machen, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen Feuer verwenden. Oh. Und ist auch gleich schief gegangen. Nicht gut. Ups. Mir ist da gerade was auf den Fußboden gefallen. Bitte wundert euch da nicht. Ja. Und der sechste Teil ist auf jeden Fall auch ziemlich abwechslungsreich. Weil so vieles passiert und man hat verschiedene Möglichkeiten, die jeweiligen Handlungsstränge weiterzuführen. Es gibt halt auch mehrere Teilabschnitte und da kann man halt gucken. So, halt. Ach so, ihr seid's. Bitte sehr. Okay, ab ins Schloss. So, hier gibt's noch nichts Besonderes. Hier sind Gefangene. Da gehen wir später mal rein. Geht zum König. Wir gehen zum König. Ich spule ab und zu mal, da wir momentan noch keine Sprintschuhe haben. Die haben wir aber später und da brauchen wir das halt auch nicht mehr machen. So, hier ist eine Truhe und ein Händler. Steinweicher erhalten. Brauchen wir später mit Sicherheit auch mal, wenn wir versteinert werden. Hier sind auch mal so die ganzen Items. Ich kann euch die erklären. Tonic ist so eine Art Trank. Und es ist auf jeden Fall ein Trank, also so ein Heiltrank. Heilt 50 HP. Tinktur heilt Magie. Gegengift ist klar. Steinweicher löst die Versteinerung bei Versteinerten. Magie-Echo hebt stumm auf. Phönixfeder hebt den Tod auf. Schlafsack heilt ein komplett. Magie und HP selbstverständlich auch. Ja, Zelt heilt alle, aber nur an der Oberwelt oder auf Speicherpunkten. Gut. Gehen wir später nochmal gucken. Wenn wir genug Kohle dabei haben. So, was haben wir hier? Hier haben wir Flitzebogen, Warnsummer und Giftschleuder. Das brauchen wir für den nächsten Charakter, den wir kriegen können. Für Edgar. Tonic haben wir erhalten und ein Gegengift haben wir erhalten. Okay. Und weiter. Ab in den Thronsaal. Ich weiß gar nicht, was ist hier oben los? Hier gibt es auch noch eine Truhe. Genau, eine Phönixfeder. Durch die Tür da hinten, die da eben noch war, wären wir aufs Dach gekommen. Aber das wollten wir jetzt ja nicht. So, dann sprechen wir mal mit König Edgar von Figaro. Du meinst, diese junge Dame? Für wen haltet ihr euch? Verzeihung, dass ich euch den Rücken kehrte. Figaros junger König, Statthalter des Imperiums und ein Meister im Umgang mit Maschinen. Edgar. Ich bin Edgar, König von Figaro und ich kenne ihn.
Bis später dann. Ihr seid also Soldat des Imperiums? Gut, Figaro ist mit dem Imperium verbündet. Bitte ruht euch aus, es ist nicht mein Stil, einer jungen Dame Leid zuzufügen. Aber warum helft ihr mir? Etwa wegen meiner Fähigkeiten? Ich gebe euch 3 Gründe. Erstens, eure Schönheit fesselt mich. Zweitens, ob ich wohl euer Typ bin? Dann lange nichts. Und dann drittens, eure Fähigkeiten. Was ist mit euch los? Meine Technik ist wohl etwas eingerostet. Eine normale Frau fände ihn sicherlich schneidig. Aber ich bin ja kaum normal. Gut, Leute. Damit wäre die Aufnahme für heute auch schon wieder beendet. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssikowski.